So, weiter geht's. Und scheinbar jetzt geht's ins Finale. Nee, ins Finale geht's nicht. Ach, das ist doch der LKW. Okay. Wir stehen uns heute Meth. Genau, und dann geht's ins Finale. So, ich lade euch jetzt sofort ein. Einladungen sind raus. Nein. Hä? Ich komme schon. Das reicht ja nur scheins. Ein paar Landeier, die sich die Gebrüder O'Neill schimpfen, ha? Gehen wir dann mal zu den Hinterwäldlern, die man ja aus der Story kennt. Wo wir die Hütte da mit Trevor hochjagen von denen. Wobei der Online-Modus ja vor der Story spielt, deswegen steht das aus noch. Kann ja aber schlecht sein, dass das vor der Story spielt. Es ist aber tatsächlich so. Komisch, weil in der Story steht noch das alte Casino, was noch nicht umgebaut wurde. Also eigentlich tatsächlich spielt soll der Online-Modus vor der Story spielen. Deswegen steht, wie gesagt, die Hütte von den Nudits auch noch. Weil die Jagd, wie gesagt, das Story dann später hoch. So, fertig. Mit den Nerven, ja. Genau, Markus Du hast Baby. meinen Blutdruck hoch genug gejagt. Hier sagt dann Bescheid, wenn ich starten kann. Kannst Sie, starten. okay. Ich kann loslegen. Sehr gut. Dauert noch 10 Jahre. Ah, ich starte schon, alles gut. So. Ausrüstung. Dann, let's go. So, genau, wo gesagt, wenn der Thomas dann immer noch bereit drückt, dann können wir auch loslegen. Wir müssen, glaube ich, eh alle zum gleichen Punkt, ne? Ja, doch, klar. Na dann, starten wir mal den Gebrüdern O'Neill den Besuch ab. Okay. Ja, mit dem Tank zu Tank, dass du den nur klauen musst. Da hätte ich lieber meinen Biker. Wie sollen wir nochmal zurückfahren? Wir haben noch keine. Oder fordert den doch jetzt einfach an, noch schnell. Ich bleib kurz stehen und forderst du den an. Ich steig aus und dann ich Warte, bis der. Warte, bis das Flugzeug steht. Okay. So. Some conferences will float and then we'll try.
try and appease the whims of our shareholders until the end of time. How's that sound? Yeah! Let's go! So. Aber ich glaube, dass du so viel mit deinem Auto auch nicht ausmachen wirst, weil die meisten im Haus dann rumstehen. Aber wir schauen, wie es funktioniert. Sorry, da war ich kurz ein bisschen unkonzentriert, hab die Auswahl verpasst. Wir warten kurz auf dich, Thomas, ne? Oder bist du schon da? Ne, du bist noch nicht da. Ha? Da bist du. Na dann los. Willst du da vorne erstmal freie Bahn haben, dass wir warten einfach oder was? Oder sollen wir schon ran? Ja, so? Ein bisschen auf. Okay. Vorsicht, ist ein Gegner, ne? Ich weiß, ich hab's gesehen. Thomas, bei dir müsste irgendwo direkt einer stehen. Ja, da. Genau. Deswegen habe ich den Kuruma ausgewählt, weil der. Mit dem kannst du ja quasi. Der kann ruhig rein, ich kann nur das kurze draußen rum sauber machen. Naja, es ist nur schwierig, wenn du hier draußen mit den Raketen da überall drauf warst, zu Fuß rumzulaufen. Genau, deswegen habe ich eigentlich. Deswegen habe ich eigentlich auch abgewartet mit dem Auto. Okay. Warte mal, da muss einer sein. Was ist der denn? Hier. Okay, das ist gut. Vorsicht bitte! Okay. Weil hier der Tankwagen noch steht. Will ich nicht. So. Ja, mit welchem LKW? Hier steht immer eine Zugmaschine. Weil achtet mal bitte ein bisschen drauf unten auf die Anzeige von dem LKW. Der hat schon ein bisschen was abgekriegt. Und das ist dann ein bisschen doof. Auf jeden Fall haben wir die Hälfte schon weg. Ja, nicht ganz, Viertel haben wir vielleicht weg. Oder Hälfte meinst du mit Gegnern? Da hinten. Ja, ich sehe schon.
Hab ihn. Gut, das hat sich erledigt. Wieso? Na, die Atomas hier anscheinend alle schon kaputt gemacht. Ja, deswegen war es eigentlich nicht so ganz clever, mit den Raketen rumzuschießen. Also zumindest nicht den größten Teil. Thomas, kannst du bitte mal zur Straße fahren und mal gucken, ob du noch einen LKW irgendwie organisiert bekommst? Wir schießen hier so weiterhin die Gegner ein bisschen platt. Wir brauchen eine Zugmaschine dringend. Ich krieg den LKW. Irgendwann schießt ihr noch auf mich, ich weiß auch nicht woher. Ach, da war doch einer drin. Okay. Ich hole den LKW. Hm? Ich habe ja Glück, dass wir irgendwie noch einen organisiert bekommen. Hier ist noch einer. Ha. Warte, hier oben auf dem Dach ist noch einer. Ich habe dich schon gesehen. Ich weiß, dass du oben reingegangen bist. Oben im Obergeschoss ist Minimum noch einer. Ich weiß noch nicht gerade wo. Da bist du, mein Freund. Den einen habe ich weg oben. Keiner ist auch vorbei. Hä? Kommt keiner vorbei. Scheiße. Markus, kommst du alleine klar? Ich gehe mal mitsuchen. Ja. Gut, dass wir Zeit haben. Also. Scheiße. Vielleicht habe ich ein bisschen Glück hier hinten. Ich befürchte, dass wir die Mission gerade ein bisschen knicken können. Ja, habe ich ja gesagt. Ja, das war. Ich habe an die Zugmaschine jetzt nicht mehr gedacht. Oh, ich nicht mehr dran gedacht. Es war eine gute Idee, die Geld weg. Was willst du bei dir eigentlich die Mobile anfordern? Was willst du jetzt mit der Mobile? Kommandozentrale. Ja, da hängt aber der Anhänger immer dran. Den kannst du ja schlecht abmachen. Aber du kannst den Hänger abkoppeln. Und die Zuchtmaschine nehmen. Man kann den Hänger abkoppeln. So, Gegner sind alle tot im Haus. Es sollte jetzt eigentlich auch keiner nehmen nachspawnen, so wirklich. Doch, zwei Stück sind irgendwo noch draußen ums Haus herum. Okay, ja, ich habe schon einen gesehen. Beziehungsweise einen gehört, einen hab mir gerade aufs Auto geschossen. Ach, du warst auch noch drin. Dich habe ich jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, sorry. Einer ist weg hier draußen. Ja, Autobahn. Ich sehe dich, alles gut. Da steht noch einer. Ich habe einen LKW. Du hast einen LKW? Ja. Okay, sehr gut. LKW fahren. Hm. Da kommt der Thomas, genau. Ja, alles gut. Das ist leider nur die 7,5-Tonner. Gut. Wir müssen echt ein bisschen aufpassen jetzt mit den Gegnern. Wir haben noch 3 Minuten. Ihr habt jetzt den angekoppelt. Baby hat den jetzt.
Markus, soll ich das mitnehmen? Ja. Thomas, du hast ein Auto, ne? Ja. Wir hängen uns jetzt an den LKW wieder ran. Baby, wir überholen dich, weil die Gegner vor dir spawnen. Ich weiß, das Auto sehen wir gerade um dich rum. Ich versuche, schon mit den jetzt. Scheiße. Das war. Das Manöver habe ich nicht geplant. Scheiße! Ja, ja. Ja, das Ding. Nee, ist noch nicht ganz. Warte bitte. Warte kurz. So. Einer steckt jetzt in den LKW um, zieht den Anhänger wieder raus. Dann haben wir es. Wir kommen jetzt mit den Gegnern. Wenn du mich gerade nicht fast tot gefahren hast, würde ich das machen. Ich weiß, wir haben noch eine Minute. Wo muss ich überhaupt hin? Du hast einen gelben Punkt. Trevor Smith Labor, das könnte knapp werden. Ja, das ist aber nicht mehr weit. Das sind 1, irgendwas Kilometer noch. Ja, das passt von der Zeit her, alles gut. Videoproduzent. Ja, ich weiß. Zehn Sekunden, Markus. Kriegst du den da? Oh. Scheiße. Oder komm. Nein! Es waren, keine Ahnung, 5 Sekunden vielleicht noch. Die ich war direkt drin. Vor dem Punkt. Ja. So, nochmal machen und diesmal ohne Raketen. Yes. Nee, ich glaube, wir haben nur den Punkt mit den LKWs. Wir müssen nur den LKW raus. Und naja, das Problem, die Zeit haben wir verloren, wo der LKW da lag. Sonst hätte es gepasst von der Zeit her. Nee, und auch den LKW zu suchen, weil die anderen alle kaputt waren. Nee, das suchen war egal, weil wir Nein, die Zeit lief in dem Moment, wo die angekoppelt ja. hat. Die das suchen? Ich dachte, das war erst... Nein. Das war, wo wir da an der Straße gelegen haben. Außerdem sind wir direkt bei den LKWs gespawnt. Ja, alles ist gut. Es war nur das eine, der eine Punkt. Ich dachte, von der Zeit her passt das irgendwie so gerade noch, aber... So. Hätte auch gepasst, so gerade, wenn man nicht... Ja. So, Dings ich hat... fahr jetzt hier... Ach, ich hab kein Auto wieder. Scheiße. Ja, ich muss mir gerade mal mein Auto anfordern. Geht natürlich nicht. Ah, natürlich clever. Scheiß drauf. Komm. Nein, ich will das. Ah, ist egal. Komm. Wer koppelt den Hänger an? Alles gut. Markus fährt. Das hätte so gut gepasst von der Zeit her. Das passt definitiv von der Zeit her. Ja,
wie gesagt, es fing gut an. Es war halt der Moment, wo der LKW da hinten auf der Straße lag. Und diesmal habe ich mein Kuruma nicht dabei. Das ist halt, macht halt auch einen kleinen Unterschied. Aber man kann bei der Mobilkommandozentrale den Hänger abkoppeln. Ist ja jetzt auch egal. Das brauchen wir jetzt ja nicht. Ja, besser wär's, der kommt jetzt endlich mal hierher und helft mir. Ich bin schon in der Nähe von mich. Bin ja auch schon auf dem Weg zu dir. So. Mal eben schnell alle dicht, ja. Hm. Das ist schön. Sehr gut. Bravo! Blow yourselves up! How about that? Much as I want the O'Neill's tanker sitting right here. I'm gonna empty it quick and get out of here and sell it for scrap. Okay. We're good. Vorbereitung bestanden. So. Ja. Wollen wir das Finale noch starten, Markus, oder sagst du ja, wir warten nicht mehr starten? Wenn jetzt keine Vorbereitung mehr kommt, dann machen wir das Finale beim nächsten Mal. Okay, gut, das war nur das. Ich denke, von der Zeit wird es ja passen, aber dann hast du keinen Stress, alles gut. Dann machen wir die beim nächsten Mal, genau. Dann kann man dann schon auch mit dem letzten Teil noch anfangen. Gut. Dann fahre ich kurz rüber zum Apartment. Noch schnell. Und dann machen wir das. Das große Finale dann. In der nächsten Aufnahme. Ah, genau, fahr mir in die Karre, du Idiot. Hä? Baby steht auf Schräglage. Das ist doch öfters mal so, dass Baby ein bisschen schräg liegt. Ist ja meistens eher im senkrechten Gewerbe, im waagerechten Gewerbe zu finden. Ja gut, manchmal auch im senkrechten, aber das ist eine andere Geschichte. So, wenn wir dann mit den Heißmissionen durch sind, würde ich dann nochmal gerne mal die Schlitzermission mit euch machen. Schlitzer, Bestien und so. Wenn ihr da Bock drauf habt.
Und wir haben jetzt auch das Finale in der nächsten Folge und dann geht's in den letzten großen Teil. Und dann haben wir sie, glaube ich, alle einmal mit uns, mit unserer Aufnahme. Weil wir haben ja den Inselüberfall, den haben wir ja auch schon durch. Den schlechtesten Überfall ever. Ja, für da. Also der. Das, was wir reingesteckt haben und am Ende der Ertrag, das war. Passt nicht so ganz. Das ist hier ein bisschen anders. Wie kriegst du zumindest ein bisschen mehr raus? Einfach alles. Das war die unspannendste und uninteressanteste Überfallmission, die ich je bei GTA gespielt habe. Also sagen wir mal so. Das ist jetzt 10-mal interessanter, was wir jetzt hier gerade machen. Ja, alles. Ja, das war nicht so. Stimmt wohl. Es war sehr viel Trockenes mit dabei. Also wenn man so, wo man da. Ja, guck dir mal in Ruhe die Insel an und so. Du darfst aber nicht von der Kamera oder von der Wache gesehen werden. Und dann so eine Scheiße wie auf in einem Villa-Gelände auf einer Insel unendlich spawnende Wachen. Wo kommen die alle her? Aus dem Boden? Wachsen die auf den Bäumen? Ja. Stimmt wohl. Das hätten sie lassen sollen, das haben sie ja hier auch nicht. Hier hast du sie, wenn du sie einmal weggeschossen hast, hast du sie dann auch nicht. Richtig! Hast du dann auch nicht los? Das müsste auch dort so gewesen sein, dass du in die Villa reingehst, dass du alle Gegner wegschießt und dann in Ruhe den Raub zu Ende machen kannst. Ja, genau, das ist es halt. Der hat ein bisschen Ruhe zu verschaffen. Wie hast du es auch mit den O'Neill zum Beispiel? Die hast du nicht ewig spawnen, du hast halt alle weggeschossen und dann war Ruhe. Eine zweite Welle, okay, sehe ich noch ein, dass die irgendwo noch aus einem Raum oder so rauskommen. Hm. Aber unendlich gespawnt auf einer Insel. Ja, auf einer Insel. Nicht in der Stadt irgendwo, sondern auf einer Insel. Ne. Na gut, okay. So was Unlogisches. Ja, manchmal gut. Ist das. Ich mach mal dann hier einen Cut und in der nächsten Folge gehen wir dann ins Finale.